Ohne Respekt wäre sicherlich ein Miteinander kaum möglich, weil Respekt bedeutet für mich eigentlich drei Dinge. Erstens mal Anerkennung der anderen Meinung, der anderen Leistung. Dann auch Verständnis, dass man sich auf andere Dinge auch einlässt. Also nur Anerkennung reicht nicht, sondern auch wirklich versuchen, den anderen zu verstehen. Und der letzte Punkt sicherlich für mich Offenheit, weil wenn man nicht eine Grundoffenheit hat für den anderen, für eine andere Leistung, für eine andere Meinung etc., dann wird das andere auch nicht gelingen, nämlich Verständnis aufzubringen und auch diese Leistung und Meinung auch anzuerkennen. Ja, sicherlich beispielsweise die Medien selber, das ist nun mal ein Hauen und Stechen, da habe ich schon einige Respektlosigkeiten erlebt, die man aber dann wegstecken musste. Beispielsweise so eine Schlagzeile wie bei Olympischen Spielen einmal Albatros Flügel gestutzt. Ja, das ist natürlich respektlos einerseits, andererseits gehört es halt zu unserem Geschäft dazu. Kindern das zu vermitteln, ist sicherlich vorzuleben, das eine. Also man kann nicht von den Kindern Respekt, Toleranz erwarten, wenn man selber nicht ihnen zuhört, beispielsweise, damit fängt es schon mal an. Sie versucht zu verstehen mit ihren Sorgen und Nöten. Wenn man das tut, dann merkt man, dass Schritt für Schritt, das ist sicherlich ein langwieriger Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, weil Kinder ja nicht jetzt so vernünftig etwas beschließen, sondern bei denen entwickelt sich was, dass sie dementsprechend auch respektvoll beispielsweise in der Schule miteinander umgehen und auch wissen, wo sind Grenzen. Also für mich war immer sehr wichtig, den Kindern zu vermitteln, hier sind die Grenzen, einen Rahmen abzustecken, in denen sie sich bewegen können und aufzuzeigen, wann eine Grenze überschritten wird. Ja gut, es gibt ja quasi den kategorischen Imperativ, ja, also im Prinzip ist es wirklich so, dass ich mich versuche daran zu halten, man sollte sich so verhalten, dass das eigene Verhalten quasi Maßstab für das Verhalten von allen anderen sein kann. Und wenn man versucht, dieses Prinzip, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, irgendwie in seinem Leben durchzuhalten und dann funktioniert das, das heißt beispielsweise jetzt religiöser Fanatismus, da kann man versuchen, den nachzuvollziehen, aber es gibt einfach die Grenze, wo man sagt, ich respektiere vielleicht die religiöse Einstellung, ich kann aber nicht tolerieren, welches Verhalten daraus entspringt und muss dementsprechend auch die Freiheit verteidigen beispielsweise, weil, wie heißt es so schön, Rosa Luxemburg hat es, glaube ich, gesagt, Freiheit ist die Freiheit des anderen und des Andersdenkenden, aber deshalb, wenn die Freiheit von einem anderen quasi, eingegrenzt wird und der Respekt einem auch nicht geschuldet wird, Stichwort Terrorismus, da muss man natürlich dementsprechend dagegen vorgehen, und auch offen dagegen Stellung beziehen, logischerweise. Das ist halt eine Gratwanderung. Also die Grenzen sind da sicherlich fließend. Und wichtig ist, dass man innerlich, also für sich als einzelne Person, aber auch die gesamte Gesellschaft einen klaren Rahmen hat, ein Korsett hat, in dem man sich bewegen kann, nennt man halt Werte. Also ich persönlich muss sagen, letztlich waren wir auch nicht so respektvoll in jedem Moment gegenüber unseren Eltern. Das ist, glaube ich, auch das Recht der Jugend, in Anführungszeichen, auch meiner Kinder, bestimmte Dinge beispielsweise in Frage zu stellen. Ansonsten würde sich ja gar nichts weiterentwickeln. Die Frage ist die Art und Weise, wie man es macht. Ich gebe mal ein Beispiel, wo ich vielleicht etwas respektlos war gegenüber einer Allgemeinheit, waren die Ehrung Sportler des Jahres. So ein Klassiker. Es war richtig, bin ich heute nach wie vor der Meinung, dort beispielsweise nicht hinzugehen. Ich bin also viermal gewählt worden. Zweimal bin ich nicht hingegangen, weil ich am nächsten Tag einen wichtigen Wettkampf hatte. Und habe dann einen Fehler gemacht, dass ich nämlich respektlos in das Fernsehstudio damals nach Köln gefahren bin, mich da so hingesetzt habe und nach Berlin damals die Veranstaltung, alle im Smoking und so weiter. Feiert mal schön, prima, freue mich, also wird total. Kam völlig respektlos rüber gegenüber der Anerkennung meiner eigenen Leistung. Das war ein Fehler, wie ich mich verhalten habe. Das kam respektlos herüber. Aber das Verhalten an sich, nicht hinzugehen, würde ich heute genauso machen. Nur ich würde dann meinen Mund halten, würde sagen, tut mir leid, man muss Prioritäten setzen. Das bitte ich wiederum zu respektieren. Und ich persönlich wünsche euch dann einen schönen Abend und feiert mal schön. Ja. Das große Problem sicherlich bei uns ist die Integration halt von verschiedenen kulturellen Herkünften. Auch, ich sag mal, geprägt durch Religion, aber nicht nur, beispielsweise die Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft. Das führt schon in jungen Jahren, in vielen Schulen beispielsweise, zu massiven Konflikten zwischen Schülern und Lehrerinnen beispielsweise. Haben wir Freunde, die haben schon einige Sachen dort auch mal berichtet, dass das wirklich schwierig ist dann, weil einfach vom Elternhaus her und von der kulturellen Prägung dann einfach die Kinder schon mit 14, 15 Jahren ganz andere
Verhältnis zu bestimmten Dingen haben, wie man beispielsweise dem anderen Geschlecht gegenüber begegnet, was die eigene Rolle anbetrifft. Und das ist halt eine große Aufgabe gesellschaftlicher Art. Da sind alle gefordert. Also das kann man nicht alles auf die Schule abwälzen. Das machen viele Eltern, dass sie die Erziehung komplett auf die Schule abwälzen. Aber das kann man auch nicht nur den Eltern überlassen, sondern muss sicherlich auch die Gesellschaft selber Möglichkeiten geben, dies zu tun. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Ich bin noch so nebenbei Rotarier, war schon Präsident unseres Clubs in Frankfurt. Wir unterstützen den deutschsprachigen Unterricht an der Hostateschule in Frankfurt-Höchst. Dort ist der Migrantenanteil nahe 100%. Und zusätzlichen Deutschunterricht zu geben für die Kinder ist extrem wichtig, damit sie eben, wenn sie in den 7., 8. Schuljahr sind und Richtung mittlere Reife oder Hauptschulabschluss, ist auch noch eine Hauptschule da, überhaupt Deutsch können. Weil ohne Deutsch, ohne dementsprechende Vermittlung, können sie es vergessen, sich hier ins Berufsleben, in die Gesellschaft zu integrieren. Also da hab ich jetzt persönlich schon einige Sachen erlebt, sodass man halt merkt, wie es auch sein kann und wie wichtig beispielsweise das Thema Sprache ist. Weil über Sprache lernt man auch kulturelle Traditionen kennen. Und hat nicht nur seine eigene Prägung, die vielleicht sehr patriarchalisch noch ist, die sehr stark religiös geprägt ist. Und kommt man plötzlich zu anderen Frauen beispielsweise, die nicht nur aufgeklärt sind, sondern emanzipiert sind, die anders erzogen worden sind. Und dann prallen natürlich die Gegensätze aufeinander, sodass respektvolles Miteinander zwar man versuchen kann, dort zu appellieren, aber einfach durch die Prägung seit der ersten Lebenssekunde ist unwahrscheinlich schwer, es für solche Kinder das nachzuvollziehen, was man eigentlich von denen will.